Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um das Unboxing des Sony Xperia 1 gehen, das Flaggschiff-Smartphone aus dem Hause Sony, das mit beeindruckendsten Spezifikationen daherkommt. Wir schauen uns die mal an, auf der Rückseite stehen sie nämlich alle drauf, da kann man es glaube ich sehen. 12 Megapixel, 12 Megapixel und 12 Megapixel, Triple-Kamera, also eine ganz normale Weitwinkel, eine Super-Weitwinkel und eine Tele. Zweifach-Zoom-Kamera, 8 Megapixel vorne drauf, 4K HDR OLED-Display, ein sehr beeindruckendes Display im 21:9 Format. Ja, eine kleine Sache, wo ich sagen würde, ein bisschen schwach, 3330 mAh starker Akku, aber dafür ein Qualcomm Snapdragon 855 und natürlich IP65 und 68 Zertifizierung gegen was ist das, Spritzwasser. Also es ist auf jeden Fall gegen Wasser geschützt. So, machen wir es mal auf. Da sehen wir das gute Stück auch schon. Das legen wir mal zur Seite. Beachtet nicht diese schlechten Aufkleber und dass das Teil schon läuft. Ich habe es wieder eingepackt, nachdem ich es ausgepackt habe. Hier haben wir dann natürlich noch einen weiteren Schacht mit Informationen. Papier, das ihr natürlich benutzen könnt. Ist da eine Hülle bei? Ich fürchte nicht. Und da sehen wir es. Nein, da ist keine Hülle dabei. Da ist nur ein Garantieschreiben und ja, weiteres Papier mit dabei, was wir so können. Und was haben wir hier drin? Hier drin haben wir natürlich auch allerlei Zeugs. Und zwar haben wir hier einen Kopfhörer. Und das ist nicht irgendein Kopfhörer, das ist der MH750. Einer der besten Smartphone-Kopfhörer, würde ich mal behaupten, die man ausliefern kann. Also der kostet wirklich sehr, sehr wenig, kommt bei vielen Smartphones mit dabei, bietet aber einen außergewöhnlich guten Klang. Also ich habe damit jahrelang Sachen gehört und das ist immer noch ein sehr guter Kopfhörer. Wenn ich irgendwie mal schnell irgendwo weg muss, dann packe ich so einen auch ein. Ich habe einen in Weiß auch noch und ihr wisst ja, ich habe auch lieber auch den MH1, glaube ich, ist es. Kopfhörer sehr gut. Das ist hier quasi ein etwas billigeres Modell von dem MH1. Vom Sound her genau das gleiche. Hier haben wir ein Netzteil eingepackt. 18 Watt Schnellcharger. Weiß nicht, ob man das hier irgendwie lesen kann. Ich versuche es mal ein bisschen scharf zu stellen, aber ich glaube, der will jetzt hier drauf scharf stellen und nicht viel drauf. So, vielleicht kann der eine oder andere da was lesen und erkennen. Es ist auf jeden Fall ein 18 Watt Schnellcharger Quick Charge 3.0. Hier steht auch sowas drauf. USB PD 18 Watt. Ich glaube, das kann jeder lesen. Das ist also eine tolle Sache, ein Schnellcharger. Wird mitgeliefert, das ist ja bei Sony leider nicht immer so. Dann gibt es hier einen Pinüppel für, ja, es hat leider keinen Headset-Anschluss, deshalb gibt es hier eben so einen USB-Typ-C auf Headset-Klinke-Anschluss, das man benutzen muss. Und natürlich ein ganz normales USB-Typ-C-Kabel, wieso muss ich das halten, damit man was lesen kann hier. UCB24 irgendwas, also das sollte auch keinerlei Probleme machen, was Datenaustausch angeht und natürlich auch das Schnellladen. Ich packe das ganze Knalleradatsch wieder rein, vielleicht mache ich das später, zeige euch das Gerät selber mal von der Front. Ihr seht, ich habe das Ganze schon angemacht, elektrostatisch. Und von der Rückseite, ihr seht, ich habe jetzt hier diese spezielle Variante, es gibt auch noch eine komplett schwarze Variante, wenn ihr dieses Grau nicht haben wollt. Und ihr seht eine weitere Besonderheit, die sonst so eigentlich bei Smartphones vielleicht nicht immer auftritt. So, jetzt kann man es glaube ich lesen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, zwei SIM-Karten reinzupacken oder eben eine Micro-SD-Karte reinzupacken. Das heißt, es hat Dual-SIM oder halt eben Micro-SD-Karte, die man reinpacken kann und eine SIM. Eine schöne Sache. Hier wird auch noch der An- und Ausschaltknopf gezeigt, weil da kommen wir zu einer weiteren Besonderheit. Die haben sich also mit den Knöpfen gedacht, wo alle anderen was reduzieren, haben sie hier gedacht, wir machen noch mehr. Nun, es hat was mit Patenten auch zu tun und anderen Kram, weil Sony war ja bei dem Sony Xperia X beispielsweise schon so weit, dass sie gesagt haben, wir machen einen An- und Ausschaltknopf mit Fingerabdruckscanner. Davon sind sie jetzt abgerückt. Sie machen einen separaten Fingerabdruckscanner auf der Seite, einen An- und Ausschaltknopf ohne Lautstärkewippe. Aber, und das ist auch sehr schön, noch ein Kamera-Shutter-Button. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Naja, das ziehen wir auch mal ab hier. So, und kleben das mal auf die Rückseite der anderen Folie. So sieht das Gerät aus in seiner schönen, tollen Pracht. Und wir können auch schon erkennen, hier die Triple-Kamera dreimal. Triple. Triple ist drei, nicht zwei. Dreimal 12 Megapixel.
Ein bisschen ungewöhnlich. Ich hätte eigentlich gedacht, sie hätten gesagt, ja, wir haben jetzt hier so einen relativ beliebten 48-Megapixel-Sensor, da können wir doch auch mal benutzen, um halt eben auch wieder runter zu polieren, runter interpolieren ist ja hoch und runter, also runter zu abstrahieren, nee, 4 Pixel zusammenzufassen und dann ein 12-Megapixel-Bild rauszuhauen. Aber das hat man sich bei Sony anders gedacht und hat dann gedacht, ne, wir bauen halt eben drei 12-Megapixel-Sensoren ein. Ein bisschen was größer als vielleicht restliche Sensoren, aber nun ja, wir werden schauen. In meinem Kameratest werde ich dazu natürlich noch mehr sagen. Ihr seht hier auch das NFC-Symbol, eventuell so ein bisschen direkt neben, links neben der Kamera. Und ja, das Sony-Symbol und hier unten noch ein Xperia. Eventuell kann man das so, jetzt kann man es, glaube ich, auch sehen. Ne? Ansonsten auf der linken Seite ist nichts, das hier ist nichts. Auf der unteren Seite haben wir den Lautsprecher. Das ist kein Monolautsprecher, sondern dieser Lautsprecher fungiert zusammen mit dem Lautsprecher hier oben als Stereo-Set. Eine schöne Sache, wie ich finde. Ansonsten USB Typ C, 3.0er Geschwindigkeit und oder 3.1er Geschwindigkeit auch sogar. Also alles, was das Herz so begehrt. Das hier, das habt ihr nicht gesehen. Das ist mir schon mal runtergefallen, kurz nach dem Auspacken schon. Hier oben haben wir den SIM-Kartenschacht, der, wie gesagt, wie ich schon gezeigt habe, eben auch die Möglichkeit hat, entweder zwei SIMs anzunehmen oder eben eine SIM und eine MicroSD-Karte, wo man das Ganze natürlich mit Speicher erweitern kann. Diese Variante kommt mit 128 GB internem Speicher daher und ich glaube, das ist das Minimum, was man bekommt bei diesem Gerät. Das Display ist ein 4K-OLED-Display, wobei, na, wenn der Fingerabdrucksensor mich nicht im Stich lassen würde, so. Jetzt kann man es mal anschalten, wobei standardmäßig natürlich nicht immer 4K hier drauf läuft, weil ansonsten würde das Ganze einfach bei 3330 mAh einfach zu viel Akku fressen. Deshalb gibt es hier eben, das ist was anderes für ein anderes Video, gibt es hier unter Display eben, wo kann man das sehen? Helligkeit, Ruhezustand, Zeitsense, das ist wieder was ganz Spezielles, aber man kann eben hier Einstellungen zur Bildqualität. Da hat man verschiedene interessante Modi, um halt eben dieses 4K-Panel richtig ausnutzen zu können. Beispielsweise den Creator-Modus, der so versucht, so ein bisschen von den großen Monitoren und Bravia, TV-Geräten dann so ein bisschen das Profil für Farbsachen zu benutzen. Und da gibt es eine Video-Bildoptimierung, die halt eben speziell für das Xperia 1 geschaffen worden ist. Und die speziell für dieses Gerät, naja, mittlerweile gibt es auch das Xperia 5, da ist das mittlerweile genauso drin, aber speziell eben für dieses Smartphone geschaffen worden ist und dann die Farben in einem Video etwas verbessern sollen. Und natürlich schaltet dieses Panel standardmäßig in 4K, wenn ihr euch eben Videos in 4K auch anschauen wollt. Ansonsten bleibt es die meiste Zeit in Full HD. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob man das auch wirklich umschalten kann und sagen kann, ich möchte immer 4K. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Weil es würde einfach zu viel Akku fressen. Apropos Akku ist eine gute Sache. Da schauen wir mal, was sagt der Akkustand. 95% und sagt noch 2 Tage und 21 Stunden. Ich habe jetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, keine SIM-Karte eingelegt. Das heißt, rechnet damit, die 21 Stunden ziehen wir mal ab. Rechnet so ein bisschen 2 Tage, eventuell. Bei 3300 mAh sagen einige, das geht doch gar nicht. Sony, ja, sie können das. Sie können das mit Optimierung für Akku, gerade im Standby, da kann ich denen das schon zutrauen. Kommt aber immer darauf natürlich an, wie oft ihr euer Gerät anschaltet und dieses wunderbare 4K-Display dann tatsächlich auch benutzt. Das heißt, ich würde mal damit schätzen, einen Tag, ja, das schafft ihr locker, aber ja, einen zweiten Tag, steckt es lieber an die Steckdose. Und mit 18 Watt ist es ja auch relativ schnell geladen. Ja, SiteSense gibt es, das ist so eine Technologie, wenn ich an die Seite tippe, sollte sich was öffnen, habe ich jetzt deaktiviert, ganz einfach, weil es nutzlos ist. Es ist ganz einfach nutzlos, weil halt eben, es ist halt Schnellstarter werden da angelegt. Und ihr werdet auch gemerkt haben, ich habe hier das Ganze schon ein bisschen was modifiziert, weil ihr seht, okay, das sieht jetzt hier richtig SOC-Android-mäßig aus und es wird auch ein Android, was ist denn das hier, ein Android 9 ausgeliefert, soweit ich das weiß. Aber ihr habt auch gemerkt, ich habe Wischgesten eingestellt. Für so ein großes, langes Smartphone im 21 zu 9 Format macht das eventuell auch Sinn. Und ja, wie habe ich das gemacht? Weil Sony hat sowas leider nicht mit an Bord. Ja, ich habe einfach eine Software installiert, die nennt sich Flute NG. Kann ich dir euch zeigen? Fluid NG. Können ja auch einfach mal die Suche hier benutzen. Und ihr seht, ich habe schon andere Optimierungen durchgeführt, die BlackBerry-Tastatur. Also das ist.
ein Muss für jedes Android-Smartphone, ansonsten kann ich da drauf nicht tippen, auf einer virtuellen Tastatur zumindest, nicht richtig. Wird standardmäßig nicht mehr ausgeliefert. Fluid Navigation Gestures nennt sich das Ganze. Und da habe ich eben die Möglichkeit, ähnlich wie bei MIUI oder Emotion UI, also bei den Xiaomi und den Huawei-Geräten, die Swipe-Gesten für links, rechts und unten Swipe einzustellen. Und das ist meine persönliche Favorit für Android-Navigation. Auch einer der Gründe, warum Android das mittlerweile, glaube ich, auch standardmäßig drin hat. Und ich glaube, mit dem Update auf Android 10, auch für das Xperia 1, was auf jeden Fall kommen wird, wird es diese Gesten dann standardmäßig auch geben. So, ansonsten muss man sich dieses Programm hier installieren und ein bisschen was mit der ADB-Konsole rumspielen. Also Entwicklermodus anschalten, Debugging anschalten und dann Computer verbinden und dann ein paar ADB-Befehle eingeben, damit das funktioniert. Ansonsten ist das Gerät, würde ich mal sagen, etwas wenig benutzbar von der Höhe her, ohne diese Swipe-Gesten. So ist das natürlich noch machbar und auch so. Aber wenn ihr tatsächlich Programme habt und dann jedes Mal, wenn ihr so ein Programm habt, dann hier unten auf diese komische Pille klicken müsst, gerade hier unten, weil dieses Kinn ist ja so was von schmal hier unten und das Teil ist sowas von lang, dass das, wenn ich unten irgendwas drin klicken muss, dann tut das richtig weh in meinem Daumen. Und deshalb machen diese Swipe-Gesten sicherlich eine ganze Reihe bessere Sachen. Also von unten nach oben swipen, zurück zum Home-Bildschirm, swipen und gedrückt halten. Und dann habe ich meine Anwendungen hier im Karussell, kann die ausführen. Und wenn ich zurückgehen möchte, kann ich so machen. Wenn ich aber, und das ist das Tolle an diesem Fluid NG, wenn ich in einer App bin und möchte zur folgenden App zurückgehen, dann mache ich einfach einen längeren Swipe. Und wenn es dann zweimal vibriert und so einen zweifachen Pfeil anzeigt, dann weiß ich, ich gehe zur folgenden App. Und so einfach geht das Ganze. Das ist also eine tolle Geschichte, wie ich finde. Kann ich also allen empfehlen, auch auf anderen Smartphones zu installieren. So, das war's aber jetzt für dieses Unboxing. Ist was länger geworden, als ich gedacht habe. Zum Sony Xperia 1. Ich werde das Ganze natürlich testen, wie gewohnt auch vor allen Dingen die Kameras testen und mich da mal umschauen, wie gut die Kamera Module dann tatsächlich sind und was für Bilder damit man schießen kann. Ja, das war's für dieses Unboxing und bis zum nächsten Mal. Ciao.